Julian, bist du dir wirklich sicher? Das hast du dir gut überlegt. Ja, ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ich sag ja nichts, wenn es deine Entscheidung ist. Ach so, ich muss das jetzt sagen. Wie, ich bin jetzt mit dabei. Ja, danke. Ja, gut, ich werde es der Familie erklären. Ja, dir viel Spaß noch. Das ist ja mal wieder klasse. Julian ist noch im Camp und ich muss das jetzt hier schön erklären, was hier bei uns los ist eigentlich. Oh Mann, das ist ein echt dickes Ding. Leute, Familienbesprechung. Ich hätte da was mit euch zu besprechen. Einmal bitte ins Wohnzimmer. Hm? Du Martin, können wir das nicht machen? Ich meine, wenn Julian wieder da ist, er wäre doch gar nicht dann da und kriegt nichts mit. Das wäre nicht vollständig. Die Familie Vogel ist nicht vollständig. Also der Bus, der hätte schon vor einer halben Stunde hier sein müssen, wo Julian drin ist. Ja, Schatz, darum geht's auch. Deswegen einmal bitte ins Wohnzimmer. Ich erkläre alles. Oh Mann, das kann was werden. Okay, aber wenn er jetzt noch einen Tag länger bleiben will, ne, dann kriege ich zu viel. Der war schon lange genug weg. Und ist er jetzt schon da? Ich meine, als er weg war, da habe ich sein Skateboard benutzt und ich habe jetzt voll die krassen Tricks drauf. Na, wo ist denn unsere kleine Nervensäge? Naja, ich muss schon zugeben, ein ganz kleines bisschen habe ich Julian vermisst. Er nervt zwar, aber naja, irgendwie fehlt er auch. Ja, um Julian geht es auch. Am besten setzt ihr euch hin. Ich habe da einiges zu erklären, sogar vieles. Hm. So, also wie ihr wisst, waren wir mit Julian weg, in diesem Feuerwehrcamp. Und naja, ihm hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Sachen. Und man kann da auch zur Schule, naja, gibt es wirklich alles, was das Kind braucht. Und naja, wie soll ich es erklären? Also der Julian, der möchte auf jeden Fall noch ein bisschen da bleiben. Und ein bisschen meine ich ziemlich lange. Also er bleibt erstmal da, okay? Ihr könnt jetzt weitermachen. Hm? Papa, was heißt denn jetzt noch ein bisschen da bleiben? Ein Tag, zwei Tag, drei Stunden, fünf Stunden, fünf Tage? Ach so, so genau weiß ich das gar nicht. Aber wann sind die nächsten großen Ferien? Also Weihnachtsferien wollte er, glaube ich, vorbeischauen. Ja, ja, er geht so lange da zur Schule. Bitte was, Martin? Willst du mich hier gerade jetzt, ich meine, veräppeln? Julian kommt nicht nach Hause? Ja, das will ich damit sagen. Ich habe eh mit ihm telefoniert und er möchte einfach nicht zurückkommen. Er möchte da bleiben und auch Feuerwehrmann werden und er sieht sich da, er sieht da die beste Ausbildung. Und da gibt es auch eine Schule und ja, er kommt nicht nach Hause. Wie bitte was? Was? Der kommt nicht das wieder? Das kann doch gar nicht sein. Ja, ich kann doch nichts dafür. Ja gut, ich bin sein Vater, aber er wollte halt nicht zurückkommen und er hat mich schon gewarnt, aber ich dachte, vielleicht kriege ich ihn doch noch hierhin, aber er will nicht zurückkommen einfach. Das kommt aber überhaupt nicht in Frage. Martin, hättest du mir da nicht irgendwie Bescheid geben können? Ich bin seine Mutter und er ist noch viel zu klein dafür. Ja, ich konnte halt nichts machen. Aber weißt du was? Am besten klärst du das mit ihm. Ruf ihn doch einfach an. Der will uns doch total an der Nase rumführen. Der kommt nicht mehr nach Hause. Haben wir dann keinen Bruder mehr? Ich meine, kommt da ein Ersatz oder so? Nein, das geht nicht. Mama, ruf ihn sofort an. Der soll zurückkommen. Der kann wirklich was hören von mir. Also ich meine, wo ist die Telefonnummer? Der muss jetzt sofort nach Hause kommen. Ich drehe hier noch durch. Also ich überlege ja wirklich, was wir ihm getan haben. Ich meine, haben wir irgendwas gemacht, was jetzt, also warum er jetzt nicht nach Hause kommen will? Ich meine, wir sind doch Geschwister. Ich weiß auch nicht. Ich meine, wir streiten uns ja ziemlich oft mit Julian. Aber er ist doch mein Bruder und ich bin seine Schwester und du bist auch seine Schwester. Das ist doch alles normal, oder? Er muss wiederkommen. Julian, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich meine, Julian Vogel, auf welche Ideen kommst du denn? Du packst jetzt sofort deine Sachen und kommst mit dem nächsten Bus nach Hause. Ich glaube, das wird nicht klappen. Oh Mann, ein totales Familienchaos diesmal. Also Ferienchaos wäre mir jetzt irgendwie lieber mit Julian. Wie, was? Was soll das heißen? Du kommst nicht nach Hause. Hallo? Der hat einfach aufgelegt. Hallo? Das kann ich überhaupt nicht fassen. Ich meine, mein Sohn will nicht mehr nach Hause kommen. Erst gegen Weihnachten. Das sind Monate. Mama, jetzt wirklich? Er kommt nicht nach Hause? Ist das nur ein Scherz? Oh, ich glaube, langsam wird das wirklich ernst. Ich meine, guck dir mal Mama an. Die ist irgendwie total abwesend. Die hat einen ganz leeren Blick. Kein gutes Zeichen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, mein Sohn will nicht mehr nach Hause kommen und ich verstehe gar nicht, warum. Endlich ist es ein bisschen vorbei, aber Julian übertreibt mit dieser Aktion ziemlich und es bleibt alles an mir hängen. Das heißt dann jetzt wohl wirklich, unser Bruder kommt nicht mehr zurück? Nein, nie wieder. Was bin ich nur für eine schlechte Mutter? Ich meine, was habe ich denn verbrochen? Jetzt will Julian nicht mehr nach Hause kommen und das ist bestimmt meine Schuld. Claudia, Schatz, mach dir doch keine Vorwürfe. Du kennst doch den Julian. Der hat so seinen eigenen Kopf. Bestimmt ist er in ein paar Wochen schon wieder zu Hause, weil es ihm da nicht gefällt. Martin, ich meine, ich bin auch ganz schön sauer auf dich. Hättest du nicht direkt ihn mitnehmen können? Warum lässt du ihn einfach da? Ach, Claudia, Schatz, du kennst doch unseren Sohn. Der hat immer seinen eigenen Kopf. Der hat das ganze Haus da zusammengeschrien, weil er nicht zurückkommen wollte. Da habe ich gesagt, ja gut, überleg's dir. Und heute Morgen hat er mir halt gesagt, dass er wirklich nicht mehr zurückkommt. Ich verkrafte das nicht. Ich meine, Julian, mein Sohn, der kommt jetzt nicht mehr nach Hause, weil ich eine schlechte Mutter bin. Ja, bleib du am besten liegen und wein dich ein bisschen aus. Wir und Stefan, wir kümmern uns um die anderen Sachen. Hallöchen, Claudia. Na, alles gut bei dir? Ich bin hier, um Julians Zimmer auszuräumen. Hm? Was? Wie bitte? Jetzt schon? Naja, Martin meinte, wir sollten hier alles wegbringen, damit ihr nicht ständig an Julian denken müsst. Und ihr könnt das Zimmer ja auch noch anders nutzen.
Ja, Schatz, also der Julian, der hat seine Freigabe da auch gegeben. Der meinte, ja, alle Sachen können da raus und wir werden sie verkaufen. Das ist schon irgendwie komisch, hier in Julians Zimmer zu sitzen und er ist nicht da. Und er will da bleiben, in diesem Internat von der Feuerwehr. Ich weiß nicht, Emma, sind wir vielleicht irgendwie schuld? War ich vielleicht zu Julian zu fies oder zu streng? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Ben liegt an mir, weil ich wollte mal mit den Prinzessinnen spielen und er wollte gar nicht und dann habe ich ihn gezwungen. Ach, Emma, mach dir keine Vorwürfe. Ich meine, wir kennen ja oder wir kannten ja Julian. Also ich kann das überhaupt nicht glauben. Er lässt uns einfach hier zurück und will nichts mehr von uns wissen und führt jetzt sein eigenes Leben. Das ist doch furchtbar. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Das wäre so, als wenn es gestern gewesen wäre. Er hat immer mit diesem Tablet gespielt und jetzt hat er alles hier gelassen. Ich wünschte, Julian wäre jetzt da und würde mich aus dem Zimmer rausschicken, weil ich wieder versucht habe, bei Roblox ihm über die Schulter zu gucken. Aber das macht er natürlich nicht, weil er nicht da ist. Und weißt du was? Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber ich wünschte, er würde wieder WhatsApp-Streiche mit mir machen. Hauptsache, er wäre hier bei uns zu Hause. So, dann packen wir mal Julians Sachen in die Garage. Wie bitte? Nein, auf keinen Fall! Nichts anfassen, die Sachen gehören Julian! Aber Kinder, dann habt ihr doch mehr Platz. Vielleicht, Emma, hättest du da ein größeres Zimmer? Oder Hanna, du kannst dir hier deine Schminkecke dann einrichten. Hä? Das wäre doch was für euch. Nein, Papa, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das sind Julians Sachen. Also klar, ich wünschte mir schon, dass ich ein größeres Zimmer hätte, aber doch nicht unter diesen Umständen, Papa. Ach Kinder, lasst es einfach gut sein. Ich meine, Julian möchte nicht mehr nach Hause kommen, deshalb braucht er hier auch kein Zimmer mehr. Aber Mama, vielleicht kommt er ja noch gleich. Vielleicht ist es nur einer seiner Späße. Das glaube ich nicht. Ich meine, und selbst wenn, das wäre ein super fieser Streich. Aber Martin, jetzt sag mal hier unter uns, also meint Julian das ernst oder ist das ein Prank? Stefan, ich weiß es auch nicht. Ich kenne diesen Jungen. Ich dachte, ich kenne diesen Jungen, aber ich kann einfach nicht in den Kopf schauen von dem. Also erstmal die Sachen weg. Also gut, dann ab damit in die Garage und dann können wir das am Wochenende verkaufen. Oh Mann, ihr habt das jetzt wirklich gemacht? Das sind doch alles Julians Sachen. Wie könnt ihr das nur tun? Oh Mann, schaut euch doch so mal an. Das ist sein Bett, sein Skateboard. Alles, was ihm gehört. Das könnt ihr nicht machen. Und damit ist es jetzt wohl offiziell. Ich bin die absolut schlechteste Mutter dieser Welt. Kinder, es geht einfach nicht anders. Julian möchte seine Sachen nicht mehr haben. Er hat sein eigenes Zimmer auf diesem Internat bei der Feuerwehr. Und wir verkaufen diese Sachen. Ich glaube, ich träume. Also ich träume wirklich, oder? Emma, sag mir doch, dass ich träume. Ich wünsche auch, dass das alles so ein Albtraum wäre. Aber das ist echt, das ist Realität. Ach ja, schau dir das nur an, Emma. Dieses große Zimmer, es steht jetzt komplett leer. Claudia, Schatz, ist alles in Ordnung? Wir haben jetzt alles in die Garage gepackt, soweit. Ja, es ist alles in Ordnung. Ich meine, wie soll's mir nur gehen? Ich versuche jetzt ein Auge zuzukriegen. Oh, ihr beiden seid ja noch wach. Ja, wir haben jetzt alle Sachen mit Onkel Stefan reingepackt und ihr könnt euch jetzt auch langsam hinlegen. Und dann könnt ihr euch ja vielleicht doch noch überlegen, was ihr mit diesem Zimmer machen möchtet. Ach, Papa, wir möchten doch gar nichts mit diesem Zimmer machen. Nein, wir wollen nur, dass unser nerviger Bruder Julian endlich nach Hause kommt. Ich meine, kannst du nicht nochmal mit ihm reden und so ein gutes Wort für uns einlegen? So schlimm sind wir doch gar nicht. Ich glaube, das bringt nicht viel. Aber Schatz, vielleicht könntet ihr ja mit ihm reden. Ich meine, in der Zeit, wo wir unterwegs waren, meinte er immer, Emma und Hanna, die melden sich nie bei mir. Ich glaube, die vermissen mich gar nicht. Die wollen mich gar nicht als Bruder. Meinst du? Also, wir haben ihn wirklich auch keinmal angerufen in der Zeit. Naja, er hat uns auch nicht angerufen. Naja, das war ja nur so eine Idee. Aber müsst ihr wissen. Emma, meinst du vielleicht, dass er das von uns hören möchte und dass er denkt, dass wir ihn wirklich nicht vermissen? Sollen wir ihn anrufen? Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Das sollen wir machen. Ja, ganz genau. Wir rufen ihn jetzt an und wir sagen ihm, dass wir ihn ganz doll vermissen. Hey Julian, hier ist Hanna. Ja, ich weiß, es ist schon ziemlich spät. Aber, ja, du bist am Schlafen. Wir wollten dir nur was ganz Wichtiges sagen. Hanna, sag ihm, dass ich ihn ganz doll vermisse, aber nicht so, dass ich jetzt so mega traurig wäre. Das wäre zu viel. Julian, wir wollten dir nur sagen, dass wir dich vermissen. Also, wir vermissen dich wirklich. Ja, total. Ja, und jetzt sei kein Frosch. Ich meine, gib dir einen Ruck und komm endlich wieder nach Hause. Und ich verspreche dir, ich werde dich nicht mehr mit Prinzessinnen-Spielen nerven, okay? Julian, hörst du? Nein, Julian hat aufgelegt. Er hat einfach aufgelegt, ohne irgendetwas zu sagen. Damit steht das jetzt wohl fest. Er wird kein Teil der Familie Vogel mehr sein. So, Pech gehabt. Wie? So einfach? Jetzt einfach so? Julian ohne Familie Vogel? Familie Vogel ohne Julian? Das gibt's doch nicht. Ich wünschte, es wäre ein guter Morgen, aber es ist einfach nur ein Morgen und das von gestern, das habe ich immer noch nicht verkraftet. Julian? Ach, Julian ist ja nicht da und sein Zimmer ist leer. Da brauche ich eine Weile, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Ich meine, er hat all die Jahre hier gelebt. Emma, stehst du dann auf? Du musst gleich zur Kita.
Hanna, es ist schon fast soweit. Du musst dich langsam mal fertig machen zur Schule. Oh, hab ich das alles nur... Nein, ich hab nicht nur geträumt. Ich hatte irgendeinen anderen Traum. Ja, ich stehe schon gleich auf. Ich brauche jetzt erstmal einen richtig starken Kaffee. Und dann gucke ich meine... Was machst du denn hier? Hallöchen, Mama, guten Morgen. Ich bin schon seit einer Stunde da und ich wollte euch hier in der Küche überraschen. Hier bin ich. Überraschung. Julian, heißt das jetzt etwa, dass du jetzt wieder nach Hause gekommen bist? Also fest? Oh ja, so sieht es aus. Ich bin wieder zu Hause. Der Sohnemann ist natürlich wieder da. Oh, Julian. Kinder, schaut mal, wer da ist. Julian, bist du das? Julian, da bist du ja wieder. Mensch. Hallöchen, ja, hier bin ich wieder. Euer Anruf gestern, der war schon ziemlich gut. Ach, wir wussten es doch. Du konntest uns nicht widerstehen. Wir haben total auf die Tränendrüse gedrückt. Aber eins muss ich euch sagen. Das war alles nur ein Prank. Ich hab euch veräppelt. Papa wusste auch Bescheid. Das war alles geplant. Ich wollte einfach nur mal hören von euch, dass ihr mich vermisst. Ich wäre so oder so heute nach Hause gekommen. Und? Hat's geklappt? Julian, bist du total verrückt geworden? Das war alles nur ein Spiel. Ich meine, mein Herz war gebrochen. Weißt du, wie viele Klebstoff da drauf musste? Wie bitte, Julian? Das war ein Prank? Also, du bist wirklich zu weit gegangen. Das war echt fies. Julian, das kann doch echt nicht dein Ernst sein. Ich meine, ich habe mir die schlimmsten Vorwürfe gemacht und ich dachte wirklich, ich bin eine schlechte Mutter deswegen. Ja, du kannst was erleben, Julian. Hey, kannst du was erleben. Das, komm sofort, das, Julian, das kann echt nicht sein. Das war doch nur ein Prank, hallo. Oh Mann, also das ging ja voll nach hinten los. Ah, guten Morgen. Ach, dann hat sich das ja auch geklärt. Und kann ich jetzt vielleicht als Schauspieler arbeiten oder was sagt ihr? Natürlich wusste ich Bescheid. Mensch, Martin, du kannst auch was erleben. Ich meine, wie kannst du mir nur so einen Schrecken einjagen? Ich bin fast verzweifelt. Julian, ich sag dir eins. Die nächsten Tage wirst du dir wünschen, nie wieder nach Hause gekommen zu sein. Das wird richtig schlimm für dich. Mann, oh Mann, wie kannst du uns nur sowas antun? Julian, hörst du mich? Du gehst jetzt sofort in die Garage und holst deine Sachen da raus. Und dann baust du die alleine wieder auf. Verstanden? Oh ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh Mann, also damit... Ja, okay, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Ich räume ja auf, ist ja gut. Dass ich das hier noch miterlebe. Ich meine, Julian, sofort dein Zimmer aufbauen. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Was hat er sich dabei nur gedacht? Und dann hast du eine ganze Woche Hausarrest. Du wirst nämlich dann verdonnert, mit mir die ganze Zeit Prinzessin zu spielen. Kein Tablet, kein gar nichts. Nicht mit Steve verabreden oder sonst was. Okay, ich hab's verstanden. Das war wohl anscheinend nicht so gut, aber ihr habt mich vermisst. Ja, Julian, all diese Sachen, diese ganze Aktion, nur damit deine Geschwister dir sagen, dass sie dich vermisst haben. Klasse Plan, sage ich dir. Los, wir bauen dein Zimmer wieder auf. Oh Mann, klasse. Also ich muss schon sagen, ich hab mein Zimmer echt vermisst. Also dieser Geruch, ja gut, ist ein Pupsgeruch, aber ist mein Geruch. Und damit wäre die Sache doch gegessen, oder? Nein, Julian, das ist sie ganz und gar nicht. Julian, damit das doch mal klar ist, sowas macht man nicht. Du hast mit unseren Gefühlen gespielt und uns echt Angst eingejagt. Genau. Julian, das war nicht gespielt. Ich meine, ich hab dich wirklich vermisst und ich hatte Angst, du kommst nie wieder. Ja, okay, ihr habt ja recht. Es tut mir leid, es tut mir leid. Das war ein blöder Spaß, aber ich bin wieder da. Ach, Julian, mein Schatz, da hast du wirklich recht. Und jetzt möchte die Mama dich erstmal schön kräftig umarmen und dich von oben bis unten abknüpfen. Nein, 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 hey, nein. Tja, das hast du jetzt davon. Von uns gibt's jetzt auch Knutschen. Oh, nein, 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 oh Gott. Naja, also ich muss ja sagen, ich habe euch auch vermisst. Ich bin wieder froh, zu Hause zu sein.